Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 2016 und wir zocken weiter Ultimate Team und wir spielen in der Einzelspielersaison gegen den SV Grödig. Wie wisst, ich bin in der Einzelspielersaison, wo bin ich da mittlerweile eigentlich? Ich glaube Liga 6 und wir möchten natürlich weiter nach oben, um einfach mehr, mehr Punkte verdienen zu können oder mehr Coins verdienen zu können für die... für unser Ultimate Team, damit wir bessere Spieler kaufen können und desto weiter wir oben sind in dieser in diesen Einzelspielerligen, desto mehr Coins können wir verdienen oder Packungen oder so diese Boosters so. Was? Warum soll ich den jetzt ausgespielt haben? Was soll denn der Scheiß? Naja, wir holen uns den direkt zurück. Shit! Der Verteidiger hat aufgepasst. So, und jetzt spielen sie hinten rum. Warte, wir stellen mal gleich unsere Taktik um auf sehr offensiv. Dass wir auch ein wenig mehr raufgehen auf die Leute hier. Na, komm. Sie wollen sich nicht so richtig den Ball abnehmen lassen, die Spackens. Alter, die spielen hier aber echt ganz schön viel hin und her. Ne? Sowas geht mir mal richtig auf die Eier. Na gut, war ein bisschen gefährlich gespielt, aber wenn es im Endeffekt klappt, kann keiner was sagen. Und da haben wir wieder den Ball verloren. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Aber gut, zweites Spiel nach 2-3 Monaten. Wir sind immer noch dabei, uns wieder warm zu machen. Alter. Sehr schön von Fofana. Ja, gut, den haben wir auch vernascht. Und Lacazette haut ihn daneben. Fuck, ich hab ihn schon drin gesehen. So, und da kommt unser Catermole rangespielt. Sprintet und... Ja! Lacazette entkommt sämtlichen Verteidigern und tunnelt den Torhüter, wenn ich das richtig gesehen habe. Er tunnelt den Torhüter. Passt mal auf. Hier erstmal der Pass. Perfekt. Und wie er sich da durchsetzt und schön durch die Beine durch. Besser kann man es doch gar nicht machen. Zumindest nicht, wenn man den Torhüter ärgern möchte. Na, komm. Ja, komm. Komm. Ich weiß gar nicht, wie zurzeit die Preise sind auf dem Markt. Ich muss da auch mal wieder ein bisschen gucken, weil ein, zwei Positionen möchte ich noch hier besetzen. Sie hat zuletzt auch wieder einen Spieler verletzt. Na, komm. Komm mit. Ah, das war jetzt der falsche Mann. Da wollte ich nicht hin. Shit. Ja, das Problem ist immer, wenn man erstmal den Ball verloren hat, die Computer geben ihn einfach nicht her. Die spielen blöd hin und her, ohne auch mal ein gewisses Risiko einzugehen. Das nervt einfach. So. Und da haben wir das 2-0. Guck mal, wie schön wir da uns da durchkombiniert haben. Und direkt rüber. Schöne Annahme. Und das ist unser Tauvin. Ja, gut, die viele Spieler meiner Mannschaft kennt man jetzt nicht unbedingt.
von unserer französischen Zusammenstellung, aber sie sind immerhin alle Gold und ich habe versucht, schnelle Spieler zu wählen. Ihr wisst, I like it. So, Castillejo. Warum? Wo wollte er hinpassen? Das war kein Steilpass. Er sollte ihn einfach nur nach unten zu seinem Mitspieler bringen. Keine Ahnung, ob ihm das so langweilig war, aber... Gut. Unser... Nein! Unser Catamole ist zu langsam. Und war das... Waren wir das oder waren die das? Ne, wir haben Abstoß. Abstoß. Jo, das war natürlich richtig gut von mir. Aber wir haben unser Abwehr-Ass Laporte. Der lässt da nicht viel anbrennen. Der hat auch am meisten gekostet, glaube ich, in diesem Team. Aber bleibt im Endeffekt hängen. Komm. Wollen wir es mal nicht so spannend machen hier. Wir wollen jetzt auch nochmal ein Tor machen. So, Lacazette ist durch. Und wartet zu lange. Er wartet zu lange. Schön die Chance vergeigt. Aber da haben wir Griezmann. Schön auf Masuaku. Nein, verdammte Axt. Da haben wir schon wieder den Ball verloren. Ich kann es nicht glauben, ey. Wir spielen echt... Ja, was ist das Gegenteil von überragend? Unterragend? Sowas in der Art. Aber im Endeffekt zählt nur das Ergebnis. Wir führen immer noch. Also... Wen juckt es? Übrigens, habt ihr jetzt schon mitbekommen, FIFA 2017, was, ich habe mir jetzt schon ein paar Videos dazu angeguckt. Es gibt ja jetzt schon ein paar Informationen und The Journey. Es gibt in Zukunft wohl, oder beim Neuen zumindest, bei FIFA 17, eine Einzelspieler-Kampagne, so kann man es wohl am besten beschreiben, wo man einen Spieler namens Hunter spielt, der wohl in der Jugend durchstartet und man kann im Prinzip mit ihm die komplette Karriere durchleben. Ist sehr interessant. Werde ich auch auf jeden Fall auf meinem Kanal bringen. Aber wir müssen uns ja noch ein bisschen gedulden. 2 Monate. Oh, shit. Naja, Halbzeit. Und wir spielen mit derselben Mannschaft weiter. Ist klar. Jeder Tausch verschwendet im Prinzip unsere Einsätze der Spieler. Also lassen wir das mal lieber. So, das gibt jetzt die Chance für einen Konter. Und wir sind durch. Und Lacazette macht ihn. Er macht ihn. Ich hätte gar nicht mehr auf dem Zettel, dass wir schon 3-0 führen. Warte, Lacazette hatte getroffen und... Ach ja, stimmt. Stimmt. Jetzt habe ich es wieder auf dem Zettel. Castellero legt ihn vor. Und der Schuss war zwar nicht so brillant, aber es reicht. Hauptsache, das Ding ist drin. Im Endeffekt fragt keiner mehr danach, wie die Kugel oder die Kirsche... die Kirsche ins Tor gekommen ist. Zitat, Klaas Häufer Umlauf. Nee. Ja, doch. Klaas Häufer Umlauf. Ja, sehr schön steil geschickt. Und er zieht direkt ab und ist er im Abseits? Er ist im Abseits, glaube ich. Er ist im Abseits. Ja, leider, leider, leider. Das wäre Griezmann gewesen, aber... Ja, gut. Schön ins Abseits haben sie ihn gestellt. Set's live. Wow! 11 Meter! Geil! Wie geil ist das denn? Nee, hey, er hat doch gerade auf den Punkt gezeigt, oder? Und er hat uns gefoult.
Nichts anderes. Hat er eigentlich rot bekommen? Müsste er ja eigentlich. Und das Ding ist drin. Griezmann mit seinem Tor. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob der rot bekommen hat, aber ich persönlich hätte ihm zumindest gelb gegeben. Müsste aber gleich unten in der Anzeige, glaube ich, auftauchen. Nö, bei denen ist nix. Also wird er auch keine... Wird er gar keine Karte, glaube ich, bekommen haben. Ja, aber da hat sich der Einsatz von Lacazette doch gelohnt. Da rauf zu gehen. Ach, den wollte ich mal hoch rüber spielen. Und... Oh, schade, schade, schade. Lacazette kam nicht ran. Die Abwehrspieler, los. Kann mal jemand hingehen, bitte? Und das ist ja mal gar nichts. Und werf zu Griezmann. Und schön auf Griezmann. Und, yo, immerhin einen Schuss haben wir hinbekommen. Drin ist er nicht. Aber Griezmann hat ja jetzt auch schon getroffen mit dem Elfmeter. Und da haben wir das nächste Tor von Lacazette. Eiskalt. Wir kommen langsam wieder rein, muss ich sagen. Ich komme langsam wieder rein. Nach etwas längerer Abstinenz. Und ja, ich würde auch mal sagen, wenn ihr auch wieder mehr FIFA-Videos sehen wollt, jetzt kurz bevor FIFA 17 kommt, ich dachte eigentlich, ich mache so eine Pause, bevor FIFA 17 kommt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Bloß, ich habe da, ja gut, ich habe jetzt ein paar Nachfragen gehabt nach FIFA, aber es war jetzt auch nicht so, es war nicht erdrückend, sag ich mal. Erdrückend war was, es wäre was anderes gewesen. Also, es ging noch. Es hat sich in Grenzen gehalten, von dem her dachte ich, ja gut, so wild ist es nicht. Vor allem bei FIFA 16, ja gut, es war jetzt auch schon lange draußen, ne? Wobei, ich finde natürlich, FIFA hat deutlich längere Haltbarkeit als viele andere Spiele. Aber doch, nach einem halben Jahr oder so ist doch die Luft auch raus, so. Und dann kann gut und gerne wieder was Neues kommen. Somit habe ich halt einige andere Projekte am Laufen, ihr wisst es. What, Digga? Wie er ihm durch die Arme durchflutscht. Eieieiei. Das wird sich der Torhüter nach dem Spiel anhören müssen. Das Ding hätte man rauspulen können. Spiel doch weiter. Ich habe doch direkt gepasst, Mann. Das hätte ein direkter... Direkte Weiterleitung sein müssen. Shit. Und meine Spieler stehen sich irgendwie hier alle gegenseitig auf den Füßen. Ich kann es nicht verstehen, aber ein zweites Tor lasse ich nicht zu. Und dann raus auf Griezmann. Wow! Er hebt ihn übelst drauf. Ich glaube, das hätte man auch gut und gerne Freischuss... What? Pfeifen können. Ein fitter Spieler von mir lässt sich so überrumpeln. Ah. Unser Torhüter ist nicht der sicherste, muss ich mal dazu sagen. Und hier vorne, ja, da ist die Luft schon wieder raus bei meinen Spielern. Whoop. Die Abwehr hat noch Energie, aber die Offensive... Nein, nein, nein. Es ist das, die alte Leier, die Kondition fehlt bei uns einfach. Die Offensive, die sind alle K.O. Und man spürt es. Wir lassen uns echt jetzt hier noch die zweite Perle einschenken. Oh, was soll ich dazu sagen, wenn alle kaputt sind? Ja, abseits. Was soll denn der Scheiß, Griezmann? Also ganz ehrlich, wo hast du dich denn hingestellt?
Ja, sehr schön. Catamole hat noch Energie. Und er nimmt ihn direkt. Aber der Torhüter pariert. Und nochmal Lacazette. Und wieder ist der Torhüter dran. Eine starke Leistung vom gegnerischen Torhüter. Und die... Ja gut. Die gegnerische Abwehr hat doch einige Male dazwischen gefunkt. Auch wenn sie natürlich nach... mit 5 Gegentoren keine gute Leistung aufs Feld gebracht hat. Was war das? Ein Foul soll das gewesen sein. Von unserem guten Laporte. Der kommt auch ohne Foul gegen solche zweitklässigen Spieler aus. Huch. Nein! Naja, das war's mit diesem Spiel. Jetzt müsste der Schiri jeden Moment abpfeifen. Jo, und so ist es. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Der nächste Sieg und 2 Siege noch. Und wir haben diese Liga gewonnen. Ich glaube 15... Wow, 1453. ERS... FC Münzen Boost? Was? Okay. Nehme ich mit. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein bisschen was an Kohle gescheffelt. Und ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir nochmal nach 1-2 Spielern gucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann sage ich, bleibt stabil und bis zur nächsten Folge.